Gestresst zu verzichten nicht, doch. Achso, gestresst zu verzichten nicht, doch drehen sich um und sehen die Stadt mit anderen Augen. Nicht nur Kapitalisten versuchen zu rauben. Mein Kater bringt mir tote Tauben, keine Ahnung. Pack es an mit mehr als 100 Mann. Also so, wenn wir uns gemeinsam zusammentun und dann können wir den Schlachthof auch retten, man, dann wird er nicht abgerissen, so nach dem Motto. So, ne? Man muss halt nur irgendwie mal zusammenstehen und irgendwie für was kämpfen, was man fühlt. Und nicht so von wegen, ich habe keinen Bock, dass das und das, nicht das und das passiert oder nicht passiert, so, aber macht doch was so. Wir haben eben jetzt dieses Projekt Rap Lab zum zweiten Mal aufgelegt und wir wollten eigentlich mit dem Projekt zeigen, dass Düsseldorf halt mehr ist als Altstadt, Köhe und Oberkassel und Jugendlichen eben eine Stimme geben, dass sie im Prinzip durch Kunst ihre Stadt reflektieren und ihre Sicht auf ihre Stadt mal zum Ausdruck bringen. Dieses Feindbild schaffen und dieses Spalt einer Gesellschaft, gerade das ist das Falsche, sondern man sollte halt viel mehr zusammenarbeiten. Ich habe halt auch schon viel in so Gruppensettings gearbeitet, vor Jahren irgendwie. Da ging es eigentlich immer darum, auch irgendwie Jugendliche bei der Stange zu halten, so irgendwie immer wieder dafür zu begeistern. Das war halt hier nie ein Thema. Man hat schon bei der Auftaktveranstaltung gemerkt, irgendwie die Augen haben gefunkelt, so, egal ob es jetzt um Gentrifizierung ging, ob es um Musik ging, so, das war direkt voll da. Heute Morgen, wir sind um 6:30 aufgestanden. Ich schwöre, wir sind aufgestanden und haben die Tiers gewöhnt. Zu Hause könnten wir das alle machen, also ganz, haben wir 2-3 Mal gemacht. Aber jetzt, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum. Bist du aufgeregt? Ja, genau. Die ersten 2 Wochen damit zubringen, wir klatschen und wir lernen erstmal Rhythmusgefühl. Das kann jetzt erstmal dauern. Eine sehr coole Gelegenheit auch mit für Tänzer, die andere Seite auch mal kennenzulernen, den Rap. Die ersten Tänzer haben sich mit den ersten Rappern schon zusammengeschlossen, haben schon erste Ideen gesponnen für die Videokonzepte, die jetzt nach der Show entstehen werden. Nix zu lachen, nix zu machen, es ist unfassbar, ich bin ein Hustler. Ja, weil ich nicht genug Platz in meiner Bude hab, fühl ich mich gefangen, als wär ich in Jugendhaft. Und wenn ich loslegen will und ein bisschen Mut brauch, geh ich ins Studio und lass die Wut raus. Deshalb war es für uns auch wichtig, da auch Jugendliche einzubeziehen, die vielleicht noch nicht so lange in Düsseldorf wohnen. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch geflüchtete Jugendliche, die eben mitmachen, weil uns allen gehört die Stadt und wir wollen eben auch allen Jugendlichen hier eine Stimme verleihen. Also was im Unterschied zum letzten Mal meiner Meinung nach richtig geil ist, ist, dass diesmal Tänzer dabei sind vom Tanzhaus, weil der Austausch einfach sonst nicht so stattfindet in Düsseldorf, dass Rapper und Hip-Hop-Tänzer irgendwie zusammenkommen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Wir werden auch gemeinsam auf der Bühne sein und das stelle ich mir sehr spannend vor. Es ist einfach ein schönes Experiment. Rap Lab ist ein Laborexperiment und es geht einfach auf. Jetzt sind wir ja gerade in der Intensivwoche, ne, ja, wo quasi zum ersten Mal die Rap-Crew mit der Tanzcrew zusammenkommt.
und das Ganze anfängt sich irgendwie zu verbinden. Und da ist natürlich auch, also finde ich total spannend, die ganze Atmosphäre, wie die halt hier so jetzt gerade im Zack ist. Ne? Also du kannst hier durchs Haus laufen und überall sitzt irgendjemand auf der Treppe mit Kopfhörern und ist am Schreiben oder irgendwo läuft noch eine kleine Box und die üben nochmal ihren Text, den sie vor 10 Minuten nochmal neu geschrieben haben. Oder jetzt gerade waren oben Tänzer, die mit Rappern zusammen eine kleine Choreo gemacht haben für den Auftritt am Montag. Ja, das ist, glaube ich, auch so das Besondere. Das kann man irgendwie halt auch nicht auf dem Papier in der Konzeption planen, sondern das passiert halt. Genau, irgendwie, das, ne? Das passiert halt, weil die Leute zusammenkommen, weil die sich begegnen, weil die sich mit ihrer Lebenswelt auseinandersetzen. Also was mir ganz besonders aufgefallen ist im Vergleich zu dem letzten Mal, ist, dass halt das Spektrum noch weiter ist, wo halt letztes Jahr deutlich mehr irgendwie die Kids auch tatsächlich kritische Songs gemacht haben. Es ist halt diesmal auch so, dass die eine oder andere Crew einfach die Stadt abfeiert so, und sich auf den Vibe einlässt, den die halt irgendwie zum Beispiel beim S-Bahn-Fahren haben oder so. Die größte Arbeit eigentlich auch noch die Übergänge, dass wirklich ein Team ist, dass das Ganze eine ganze Show ist. Das Ganze ist jetzt zusammen kompakt. Also und die Übergänge stimmen jetzt auch, die Übergänge sind jetzt flüssiger geworden. Ich glaube, es wird auch. Hier steht alles. Was ich halt auch richtig cool finde, so ist der Umgang halt miteinander. Alle sind irgendwie nice miteinander, alle haben Respekt voreinander. Das ist nicht so selbstverständlich irgendwie. Ja. In dem Sinne, ich freue mich auf eine coole Show. Es geht nicht mit und nicht ohne die Großstadt. Großstadt betrachtet im Close-Up, hier bin ich wohnhaft. Die meisten verwesen in Ohnmacht, denn macht sie dich klein, wenn du selbst dich nicht groß machst. Geil, das ist korrekt. Hey Jungs, danke schön. Yeah! Yeah! Ja, ey, ich schau nach draußen, alles was ich sehe ist Projektion. Die Wolken liegen uns als Spiegel und als Reflexion. Das eine gleicht dem anderen, eine gute Produktion. Doch ich find mich nicht mehr wieder, brauch eine neue Position. Die einen fragen sich nur stetig, wo das hinführen wird. Die anderen, die was ändern wollen, werden hinterführt. Ich bin zwar interessiert daran, doch man dressiert mich. So platz ich aus der Schale der Verblendung und verliere mich. Die Stadt ist feindlich, doch ich brauche sie, um stark zu sein. Fallen lauern hinter jeder Ecke, doch ich will nicht fallen. Brauche die Bewegung, denn die Reibung schafft Wärme. Und so laufe ich durch meine Gegend, Augen zu und schwärme.